Sehr eine interessante Gruppe, mit Deutschland als klarer Gruppenfavorit. Aus meiner Sicht haben wir Gegner dabei, die nicht uninteressant sind, aber auch schwierig. Aber ich denke, dass wir ja, mit einer guten Mannschaftsleistung doch gegen den einen oder anderen Gegner unsere Chancen suchen können. Ich persönlich bin zufrieden mit dieser Gruppe. Ich glaube, es hätte uns schlimmer können treffen. Aber unterm Strich ja, haben wir jetzt die Mannschaften nicht bekommen. Der ein oder andere Team kennen wir aus der vergangenen Qualifikation. Und ja, mit Deutschland natürlich ein riesen Highlight jetzt, wo wir jetzt haben in diesem Jahr zweimal. Und ich freue mich einfach drauf. Grundsätzlich sehr zufrieden mit der Auslosung. Die Gruppe ist attraktiv, aber auch sportlich herausfordernd. Mit Deutschland natürlich ganz ein attraktiver Nachbar. Dann haben wir die sportliche Herausforderung mit Armenien, wo wir in den letzten beiden Bewerben punkten haben können. Und natürlich ganz schwierige Aufgaben aus sportlicher Sicht mit Rumänien und mit Nordmazedonien.